Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mal so beginnen, wenn wir heute über Bundespolizei sprechen, über Misstrauen und über Beschwerden, möchte ich damit beginnen, als erstes Danke zu sagen. Danke für unsere Bundespolizisten in unserem Land, die täglich eine riesengroße Aufgabe leisten. Die Einsätze nehmen zu, die Einsätze werden schwieriger, komplizierter, nicht nur Terrorismus, von Fußball, Chaoten bis Demonstrationen. Überall sind sie unterwegs, um für uns alle Sicherheit zu sorgen. Und dafür als allererstes einen ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, für uns Politiker muss es eigentlich erste Aufgabe sein, die Frage zu stellen, was können wir tun, um die Bundespolizei in Deutschland zu stärken. Dazu gehört als erstes die personelle finanzielle Ausstattung. Ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Aber genauso wichtig ist für uns, dafür zu sorgen, dass in der Bundespolizei ein gutes Klima herrscht und dass von der Bevölkerung zur Bundespolizei ein gutes Klima herrscht. Das heißt, die Bundespolizei in Deutschland voll akzeptiert wird. Und da stellt sich die Frage natürlich, was ist zu tun, wenn es einzelne Probleme, einzelne Verfehlungen, Schwierigkeiten gibt. Armin Schuster hat in meiner Rede mal weggenommen, hat alles aufgezählt, was es schon gibt. Er war bis zur Zahl 11 gekommen und dann kommt die entscheidende Zahl 12, natürlich das Wichtigste. Das ist das Petitionswesen. Wir haben gestern gerade im Plenum unseren Jahresbericht für das Jahr 2015 vorgestellt. Und lieber Frank Dempel, es gibt eine unabhängige Stelle und es ist der Petitionsausschuss. Wir haben in den letzten Jahren reichlich 13.000 Petitionen bekommen an den Deutschen Bundestag. Wir haben davon eine Erfolgsquote von etwa 45%, wo wir dem Bürger konkret bei seinem Anliegen, sein Thema helfen können, also eine riesige Erfolgsquote. Und das Petitionswesen ist ein Grundrecht. Artikel 17, jedermann hat das Recht und die Bürger machen davon auch Gebrauch. Das heißt, sie kommen zu uns mit allen Anliegen, die man sich vorstellen kann und sagen, bitte helft uns, wir kommen hier irgendwo nicht weiter. Wenn ich sage, es kommen alle Themen bei uns, von Hartz IV bis Verkehrsanbindung bis zur Rente, alles schlägt bei uns auf, gibt es eben auch Petitionen von Bundespolizisten und über Bundespolizisten. Und es ist nicht die Mehrzahl der Eingaben, dass sich Bürger beschweren, dass bei Demonstrationen Bundespolizisten so hart zugegriffen haben. Nein, überhaupt nicht. Es kommen Beschwerden von Bundespolizisten, die eben sich mit Themen in der Bundespolizei beschäftigen. Zum Beispiel, dass eben eine Beförderung vom Dienstherrn versagt geblieben ist, eine Beschwerde über unzureichende Ausstattung mit Schutzwesten, ein genehmigter Sonderurlaub zur Bildung ist nicht gewährt worden, wie auch immer. Und wir haben die meisten Fälle nach Stellungnahme BMI positiv bescheiden können, haben den Polizisten ganz konkret helfen können. Und wir haben, das ist auch hochinteressant, Petitionen von Bürgern unseres Landes quer durch, die sich Sorgen um unsere Sicherheit machen. Die schreiben Petitionen, sorgt bitte für eine bessere Ausstattung der Bundespolizei, sorgt für mehr Bundespolizei auf Bahnhöfen, sorgt für mehr Bundespolizei im Vorfeld von Fußballspielen und so weiter und so fort. Das heißt, die Bürger nutzen, und die Bürger sind auch Bundespolizisten, nutzen die Möglichkeit, zu uns zu kommen und eben mit ihren Anliegen Hilfe zu wollen. Deshalb stellt sich die Frage, Frau Michalisch, natürlich, brauchen wir eine weitere Stelle eines unabhängigen Polizeibeauftragten. Ich möchte Ihnen widersprechen bei dem Begriff Leerstelle. Wir haben keine Leerstelle. Wir haben unheimlich viele Stellen und Möglichkeiten. Und die Frage ist eben, gibt es weiteren Bedarf? Die entscheidende Frage ist für mich, was können wir tun, um das Ansehen der Bundespolizei von außen und das Verhältnis in der Bundespolizei, das Klima verbessern? Und wie können wir Einzelprobleme vielleicht noch besser abarbeiten? Und deswegen müssen wir in Ruhe darüber debattieren, ob wir eine derartige Stelle brauchen. Wir müssen auch wissen, die kostet Geld. Und das ist nicht ganz einfach. Herr Kollege Schurzer sprach bereits davon. Sie haben 1,85 Millionen reingeschrieben. Wenn Sie den Werbeauftragten orientieren, sind Sie schon mal bei 4 Millionen oder auch noch etwas drüber. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken. Wir haben, wenn wir auf die Länder schauen, zwei konkrete Fälle in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Andere Länder denken darüber nach. Und deswegen möchte ich sagen, wir wollen die Wirkungsweise dieser Polizeistellen in den Ländern uns in Ruhe anschauen.
was kommt dort raus? Bringt es eine Verbesserung oder ist es einfach eine Zusatzstelle, die nicht genutzt wird? Also diese Stellen uns anschauen. Und ich würde mir auch gern mal nach einiger Zeit die Vertrauensstelle beim Bundespolizeipräsidenten anschauen. Was geht dort ein? Welchen Erfolg bringt das? Dass wir diese drei Varianten uns näher betrachten. Ihr Gesetzentwurf von heute, Frau Mihalic, den Sie eingebracht haben, mit dem Wortlaut und auch der Einführung insgesamt, den kann man nur ablehnen. Aber wir sind bereit, miteinander zu diskutieren über die gesamte Idee. Und wir müssen einfach das Gesamtthema sehen, was können wir für unsere Polizei leisten. Und das sind wir zu allen Gesprächen gern bereit. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erhält jetzt das Wort der Kollege Wolfgang Dunkel.